Moin und willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist PaddyXLP, heute mal wieder eine Folge Let's Make a Me. Und zwar hat der Luca mich gefragt, ob ich einen Inkling machen kann für ihn. Ja, werde ich machen. Du hast gesagt, männlich oder weiblich ist dir egal. Ich nehme jetzt einfach mal die weibliche Variante. Und ja, ich habe die jetzt nicht wirklich geübt, aber ich werde versuchen, das so gut wie es möglich, so gut wie es geht hinzukriegen. Ich habe letztens erst so ein Inkling-Me in meiner Lobby gesehen. Die sah auch echt cool aus und die versuche ich jetzt mal so halbwegs nachzubauen. Denn man kann sich auch mal von sowas inspirieren lassen. So. Machen wir erstmal den Übergang der Augen. Nehmen wir natürlich den Bart hier. Geht das auch mit dem? Mal gucken. Mit dem geht das auch. Das ist ja cool. Wenn man den ein bisschen kleiner macht. Gewusst wie. Jedenfalls mache ich dann erstmal die Augen doch ein Stück runter. Und dann mache ich auch den Bart noch ein Stück runter. So. Dann ist das schon zumindest wieder so. Die Nase. Da nehme ich dann. Nee. Oh mein Gott. Nee. Schwierig. Ich würde es eher sagen, diese Nase hier. Dann passen wir mal die Augenbrauen an. Schon mal. Also die Haare mache ich zum Schluss. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, welche ich da nehme. Aber, auf jeden Fall sind diese Augenbrauen schon mal super. Ich werde auf jeden Fall dem Mi blonde Haare geben. Du weißt selber, orangene Haare sind bei dem Mi Maker für die Wii U nicht möglich. Bei Switch wäre es schon eher gegangen. Aber da ich es ja bei, für euch immer auf der Wii U mache, damit ihr euch die auch im Anschluss downloaden könnt über den QR-Code, mache ich das immer hier drüber. So. Wobei, ein bisschen anwinkeln. So. Vielleicht ein bisschen. Ja, so finde ich das gut. So, kommen wir jetzt zum größeren Übel, nämlich die Haare. Nee. Also ich würde schon gerne was mit Zöpfen gerne haben. Vielleicht das hier. Das ist doch bisher am besten. Ja, genau, so mache ich das. Die nehme ich dann. Vielleicht kann ich ja noch erstmal das Gesicht anpassen. Das mache ich mal ein bisschen. Nein, kleiner. Und dann schiebe ich gleich das alles noch ein Stückchen weiter nach unten. Ich denke mal, dann sieht das nämlich auch schon viel besser aus. Ich würde sagen, das machen wir aber auch kleiner. Lass ich mal so. Die Nase ein Stück nach unten. Das ein Stück nach unten, die Augen ein Stück nach unten und die Augenbrauen ein Stück nach unten. Und jetzt sieht man nämlich auch alles. So, der Mund. Eine Größe, ja. Weiß nicht, soll ich die noch ein Stück größer machen? So, so. Ich glaube, der ist ein bisschen zu tief, ne? Ne, sollte schon, ja. Der ist schon relativ nah an der Nase, ne? Also die Nasengröße, die gefällt mir so. Aber ich würde sagen, ah, so oder so. Ja, es ist immer schwierig. Ansonsten, obwohl, nee, das ist schon so. Ich würde sie so lassen. So gefällt sie mir persönlich am besten. Ja, wie groß machen wir die denn jetzt? Och, machen wir sie mal ein bisschen größer, dünner. Ziehen ja auch was Weißes an und eine schwarze Hose. So. Also so würde ich die jetzt persönlich lassen. Ich weiß ja nicht, was du von der hältst, aber ich finde, sie ist mir eigentlich ziemlich gut gelungen. Ich nenne sie jetzt auf jeden Fall auch Inkling. So, Inkling. Genau. Weiter. Heute ist der 11.04. Auch ungewöhnlich, dass ich mal wirklich jeden Tag ein Video hochlade. Kommt auch nicht häufiger vor. Ich habe auch die ganzen Requests von Claudia gesehen. Auch nochmal da ein Zwischenwort.
Ist ja okay, wenn du viel requestest. Du brauchst dich aber auch nicht wundern, wenn ich jetzt nicht wirklich viel Zeit habe, das alles sofort umzusetzen. Ich versuche natürlich von jedem von euch die Requests zu übernehmen, zu machen und so gut wie es geht umzusetzen. Aber für Leute, die jetzt länger in meiner Community sind, die wissen, ich bin zeitlich sehr stark eingeschränkt. Dass ich heute ausgerechnet mal zwei Folgen aufnehmen konnte, das ist selten. Morgen zum Beispiel habe ich auch noch mal Zeit, Folgen aufzunehmen. Da werde ich wohl mich auch an die Requests von Claudia ranmachen, noch mal ein paar davon bearbeiten. Aber das ist halt nicht normal bei mir. Normalerweise habe ich immer nur freitags einmal Zeit aufzunehmen. Und ihr wisst selber, ich habe sonst immer jeden Freitag eine Folge hochgeladen. Ich versuche das auch immer für euch alles so gut wie es geht umzusetzen. Aber wenn man zeitlich eingeschränkt ist, dann geht das nun mal nicht. Ne? Da sollt ihr mir auch nicht böse sein. Also wie gesagt, ich gebe mir für euch euer Bestes, wollte ich gerade sagen. So. Das ist denn sozusagen meine Version eines Inkling. Ich finde die Haare jetzt doch persönlich gesagt ein bisschen sehr hell, aber du weißt ja selber, Orange ist leider nicht möglich. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, was du von dem Mii hältst. Ich freue mich natürlich über euer Feedback und natürlich über weitere Requests. Aber nimm es mir bitte nicht so übel, wenn ich nicht unbedingt schaffe, gleich sofort eure Mies umzusetzen. Da ich, wie gesagt, zeitlich sehr begrenzt bin oder beschränkt bin. Ich bin beschränkt, genau. Ihr merkt schon, ich habe auch gestern gesagt, heute ist nicht mein Tag. Und dann beende ich auch hiermit die Aufnahme. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Wie gesagt, Kommentare und alles sind erwünscht. Und bis dahin, euch alles Gute. Ciao, ciao, euer Paddy Xtar.